Moin, herzlich willkommen zu einem weiteren Projekt oder eher gesagt einem Showrunner-Test mit mir und Oshi. Genau. Der Edged Opet, ach sag du, ist das ja, nicht gebrochen. The Architect Project als Demo. Laila kennt die Hauptentwicklerin am meisten oder eine der Entwicklerinnen? Ich kenne die eine Entwicklerin, aber ich sag nicht mehr. Genau. Deswegen ist zum Beispiel dieses Spiel schon automatisch auf Deutsch, was mich zuerst gewundert hat, aber danach doch nicht. Und andererseits, wir spielen die Demo-Version, wie man sehen kann. Wir überlegen uns so gesehen, kaufen wir uns das Spiel oder nicht. Ich habe jetzt schon auf Spielen geklickt, da sieht man, es gäbe den Spielmodus Ökosystem und einen, an dem noch gearbeitet wird. Und der, den wir nur spielen dürfen in der jetzigen Version, in der Demo-Version, ist Be the Dinosaur, also sei der Dinosaurier. Leider? Ja. Okay. Einstellen können wir auch in Option noch nicht so viel. Also das ist noch relativ frisch. Also es gibt eine Sandbox, auf der drei Spieler drauf sind. Der Listen so. Ich kann nicht drauf gehen, weil ich die Vollversion brauche. Dann hoste ich mal was. Ja, hoste ich auch mal was. Warte, nee, einer von uns muss ja nur hosten. Okay, dann hoste du. Dann hoste ich. Sollte eigentlich dann sofort gehen, denke ich, weil ich hoffe mal, dass das soweit gut eingestellt ist. Nehme ich mal die Map, die sollte es ja geben. Dann hoste ich die mal. Ich hoffe mal, dass man da sonst nichts weiter einstellen muss, weil wenn doch... Aber eigentlich sollte es heutzutage von der Technik sein, dass man nicht mehr Ports freischalten muss. Das war noch die alte Zeit. Wir haben sowieso klar, dass unser Port einzeln klar ist, weil wir sind ja größtenteils mit unserem... Ich sag mal so, unser Internet wird ja meistens zum Hosten benutzt, ne? Deswegen ist ja unser Port frei. Ist ja klar. Sonst gibt es Probleme. Also ich wäre jetzt angeblich da. Dann schickt man eine Einladung, wenn du das so entfernen kannst. Kann ich das? Zu Spiel einladen. So. Und da kommt die Nachricht. Der Server antwortet nicht. Das heißt, du darfst mich nicht einladen. Das heißt, ich muss dich einstellen. Oder du. Vielleicht hast du genau die Ports frei. Ja, dann gehe ich zurück, dann hostest du. Ach, der Ladebildschirm sieht aus wie in der Eidl. Ja, genau, ne? Da merkt man gleich, so, dass da ein paar Entwickler rübergeschwappt sind. Sag mal so, es gibt genug Gerüchte über Donti und Donti ist angeblich sowieso und ich weiß, dass der nicht so nett ist. Ja. Und man hat im Livestream hat er auch ziemlich böse über ihn gelabert. Also, ja. Ja, und als Entwickler geht man dann lieber freiwillig irgendwo anders hin, fertig. Ich guck mal jetzt mal so rum, wie die Dinos aussehen. An der Kamerasaurus, der Deinonoshis, der kleine da unten. Ach, bist du schon beim Hosten? Dann kannst du. Ich bin ja noch nicht mal drin. Und die haben alle gar unterschiedliche Skins, was bei. Ein gewissen anderem Spiel nicht funktioniert. Ich meine hier die Babyfunktion. Dann haben wir den Paralophosaurus. Es gibt natürlich mehr Dinos in dem Game. Viel mehr als The Isle. Und die Figuren sind recht süß gemacht. Und wir haben jetzt so einen kleinen Zitako. Ich gehe jetzt aber als Dino. Und Udina. So, ich soll dich inladen. Wie soll das gehen? Ich kann dir nicht beitreten im Moment. Das geht gar nicht. Das Spiel war hier so. Wenn du jetzt nicht kannst, dann geht's nicht. Dann müssen wir eine andere Sache machen, nämlich alleine rumlaufen. Wir machen hier Let's Show und die Grafik sieht jetzt schon übelst geil aus. Kannst du mir nochmal schicken? Warte. Will ich noch mal sehen, was da ist. Also angeblich wärst du ja frei. Es geht ja auch über den Port 777, also ganz normal. Das sollte frei sein. Wenn, dann geht das vielleicht noch nicht so richtig. Wahrscheinlich müssen wir wirklich die Volldemo haben. Vielleicht. Oh, ich schwimme. Also das ist wirklich schön. Es hat sogar eine eigene Schwimmanimation. Wie heißt denn dein Server überhaupt? Er hat keinen Namen. Dann heißt er wahrscheinlich Server. Es wird die Folge. Wir haben die Vollversion, nicht deswegen. Es ist einfach nur zum Gucken. Okay, dann gucken wir selber rum und dann überlegen wir, ob wir vielleicht was machen. Mehr können wir ja erstmal nicht machen.
Er kann nur auf F brüllen. Aber sieht schon schön aus. Er kann springen, beißen. Das Laufen ist nur ein bisschen anders da als bei der Eil. Also da würde ich mir eher wünschen, dass man nicht mit den mit WASD rumläuft, sondern mit der Maus nachgeht. Also mit was bist du jetzt rum? Mit was bist du am rumlaufen? Mit den Daijuniros, also den kleinen Raptor da. Okay, dann nehme ich was anderes, damit die Zuschauer bei mir was anderes sehen. Ich würde alle mal ein bisschen durchmachen. Und da unten sieht man auch eine Hungerleiste, Wasser, Ausdauer und Gesundheit. Wie ich sehe, hat der Kleine verdammt viel Ausdauer. Oh Gott, ich bin auf einer komischen Map. Ah, Metall. Oh, Metall, hier liegt das sich. Oh, das ist süß. Das ist süß. Oh, er kann ducken. Wahrscheinlich war es ein bisschen zu hart. Und es ist mehr so süßlich im Comic-Style gehalten. Das Gegenteil von Teil. Yep. Oh, er trinkt. Oh, ist das süß. Gott. Vor allen Dingen hat das Spiel sehr schöne Soundeffekte, ne? Wie bei der Eil. Dass du durchgehend entweder nur Ruhe hörst oder es durchgehend nur Gebrülle ist. Ich sag mal so, das Spiel, ich bin ja in der Gruppe von dem Game und ich kann euch sagen, es werden immer gerne Events gemacht, wie Halloween-Events, Weihnachts-Events und so. Also irgendwo ist es wirklich schon richtig gut gemacht. Ich hatte es mir nicht geholt, weil ich den Comic-Style nicht so extrem gut finde, weil ich auch einer, der realistisch spielt. Das ist hier ja eher mehr knuddelig. Das Kampfsystem hat mir halt noch nicht so gefallen. Vielleicht hat das sich ja im Laufe der Zeit geändert. Ich weiß es ja nicht. Was ich bei dem Spiel feiere, ist, dass man eine Lebensleiste hat. Ah, süß, der Kleine. Flupp. Und so wie es aussieht, gibt es auch einen Tag und Nacht. Bei mir wird die Map nämlich dunkler. Also man merkt auf jeden Fall, dass es halt noch Early Access natürlich. Ja, das ist ja gerade mal ein Jahr alt oder so. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber ein Jahr ist es alt. Ich gebe dir so einen typischen. Also was mir sofort aufgefallen ist, wenn du sprintest und dann nach links und rechts gehst, dann merkst du ja. Also wenn du währenddessen nach vorne sprintest und dann nach links und rechts, dann merkst du es ja. Aber gut, es ist halt noch frisch. Die Steuerung ist natürlich noch. Es ist alles noch nicht ausgereift in dem Sinne. Das merkt man. Das kommt ja alles mit der Zeit. Es hat was von, wie heißt das Spiel? Wo man die Dinge gesucht hat mit den Tieren. Wo man an diese Steine gegangen ist und immer brüllen musste, damit man in der Gruppe war. Mido oder so. Ja, Mido, ja, es hat was von Mido. Ich bin jetzt auch auf einer guten Map. Die andere Map, wo voll nur alles Wasser war, hat bei mir übelst geleckt, ne? Und die ist wahrscheinlich noch noch ein bisschen komisch. Jetzt bin ich auf einer, wo alles grün ist und herbstmäßig. Auf der bin ja, ich da jetzt. Da bin ich auch. Ja, die läuft wunderbar, ne? Ja, 60 FPS sauber. Ja. Mal versuchen mal alles auf cinematisch wiederzustellen. Dann sollte es, glaube ich, bei mir auch gehen. Leute, ich habe allerdings auch die Höchstqualität. Seht ihr ja, ich habe alles Cinematic, was mir halt erlaubt ist zu machen. Das ist halt doch hübsch. Es würde sich lohnen, mal es zu kaufen. Das ist nicht. Die Frage ist aber jetzt, ist die Community genauso hässlich wie in der Isle? Das siehst du ja erst nur, wenn du dann die Vollversion holst. Andererseits scheinen ja. Also, wir sollen ja angeblich den Blick haben auf alle Server. Da waren jetzt dann noch nicht viele Server, weil das Spiel braucht ja ein bisschen erst auch ein paar Leute, die dann spielen. Ist ja so, wie es ist.
Das ist doch recht süß. Also süß ist es allemal. Du bist gestorben. Weißt du, woran mich das Spiel lustigerweise erinnert? Es ist so vom Stil her ein bisschen wie Long Dark, nur halt in fröhlich und süß und warm. Long Dark ist auch ein schönes Spiel. Mir ist der Kamerasaurus. Ich habe bloß dann gesagt, im Vergleich zu Long Dark, das hier ist ein süßes und warmes Spiel. Ich glaube, das trifft es. Es kommt so ein bisschen dem hinterher. Natürlich ist das noch weit genug weg, aber es hat halt besonderen Grafikstil, das merkt man. Natürlich, viele Optionen kannst du hier noch nicht einstellen. Alter, das hört sich geil an. Sei mal ruhig. Das hört sich an wie ein Jurassic Park. Das ist richtig geil. Oh. Wenn du F drückst, bekommst du eine Errungenschaft, ne? Ich weiß. Okay, wollte bloß dann gesagt haben. Kann ja auch. Der kann sich hinsetzen. Respekt! Also die Entwicklerin denkt wirklich an alles. Man kann sich hier mit dem Pflanzenfresser jetzt echt hinlegen mit einem Langhalsigen. Dass man in der Eile nicht kann. Was ich äußerst schade finde, weil gut, die stehen einfach nur dumm rum. Die machen halt wahrscheinlich so ein Anti-Projekt zu der Eile. Das, was sie halt gerne drin haben möchten, machen sie selber jetzt rein. Ah, okay. Und es gibt hier plötzlich irgendwelche Beeren auf dem Boden. Mit dem kannst du als Pflanzenfresser essen. Muss ich jetzt Beeren suchen gehen? Ich habe jetzt irgendwo randommäßig irgendwelche gefunden auf der einen Map. Oh Gott, du kannst 360s in der Luft machen, ne? Hast du eine Anzeige, dass du fressen kannst oder so? Nee, ich bin so gut es geht nah dran gegangen und hab dann nach unten geguckt. Warte, ich kann mal gucken, ob es hier einen Debug-Modus gibt. So wie in der Eile, nee. Anscheinend nicht. Nee. Also zumindest keinen klaren. Ich kann ja noch gucken durch die Einstellungen. Aber da steht sonst auch nichts. Ja, das ist die Attacke. Sieht lustig aus, die Attacke. Also man muss wirklich sagen, man merkt halt natürlich, dass da einige Entwickler waren aus The Isle. Das merkt man. Die machen jetzt ihr eigenes Spiel. Ist auch gut so. Ich sag nur, der Kamerasaurus, sein Modell, sieht dem von The Isle ähnlich. Aber da wurde auch viel rumgemeckert, dass er so aussieht. Auf der anderen Seite, der Isle hat den nicht erfunden. Die Natur hat den gemacht. Daher liegt auch keine Copyright oder so. Er sieht halt eben so aus, wie er aussieht. Er sieht nun mal so aus. Ich kann nicht fressen, ich bin behindert. Hast du schon Beeren gefunden? Vielleicht kann es ja auch sein, dass ich als Langhals keine Beeren fresse. Na, dann wahrscheinlich irgendwas an Bäumen oder so. Keine Ahnung. Also Fleischfresser bist du ja eh aufgeschmissen. Ich fress Stein. Ich liebe die Laute. Die sind so süß von dem. Ja. Und jetzt ist er tot. Fällt einfach tot um, wenn man respawnt. Das gefällt mir auch, dass man sofort respawnen kann, wenn man will. Und dann mal ein Parasaurus. Jetzt komm, stirb doch. Hey. Wie bist du denn gestorben? Escape und dann respawn. Also. Du bist gestorben. Scheiße. Und das hört sich lustig an. In echt lustiger Laute. Jetzt bin ich mal der fette Langhals, Alter. Es ist halt alles noch sehr frisch, natürlich. Aber man wollte halt endlich mal eine Version haben, bei dem auch die Leute richtig mal selber spielen können. Es ist auf jeden Fall schön, die Skins sind auch schön gemacht. Ach, für Langhals gibt es unten solche Blätter, Fahnen, die er essen kann.
Also ich habe irgendwie jetzt wieder typisches Glück. Leider kennt ihr mein Glück in Spielen. Irgendwie habe ich das ja wieder hier. Ich glaube, Leila würde mich am liebsten schlagen wollen. Das ist schön. Ich habe auch jetzt entdeckt, dass ich Fahnen fressen kann. Okay. Ich habe meine Leiche gefunden. So. Ich nehme noch eine andere Map. Und das war auf jeden Fall die gute Map. Ich würde auch alle Maps noch durchnehmen. Aber jetzt sind die Modelle ja, dran. Nicht. Ja. Oder vielleicht auch, keine Ahnung. Für mich ist komplettes Let's Show. Aber es sieht echt schön aus. Die Frage ist, wie mache ich das Layout aus? Ja, hier gibt es ja keine Steuerungsoption, also das weiß ich nicht. Steuerung? Ah. Hab's aus. Schön ist das. Ich feier die Geräusche vor allem. Hab ich gerade vorhin richtig gesehen. Ja, doch, jetzt ist er. Ach, da ist jetzt eine andere Map. Na, jetzt gehe ich mit dem Fleischfresser auf einer Fleischfresser-Map, ey. Ich habe ja auch echt Glück. Hä, wie kann man denn immer perfekt das auswählen? Kann mir das eine verraten? Das sieht schön aus. Das ist echt schön, schön gemacht. Fallschaden gibt es ja anscheinend ja noch nicht. Magen grummelt. Ich bin gestorben. Bin eiskalt gestorben. Was meinst du mit Fleischfresser-Map? Leichen oder wie? The Green Valley, ja, da war gleich sofort eine Leiche, die ich gesehen habe. Weißt du, ich gehe das erste Mal mit einem Fleischfresser und bam. Oh, wie goldig. Jetzt die Taco. Klein läuft um sein Leben. Wie ich mich jetzt frage? Nee, man muss immer E drücken. Das finde ich gut. Das ist nicht wie bei der Eil, dass du dann in der Dauerschleife bist und dann nicht mehr aufhören kannst. Ah, drück mal P. Alles klar. Hab's gerade rausgefunden, dass ich umgeklickt habe. Das war sicher Spielwiese, eine... Spielwiese hat sich ja gewünscht mal, dass die Dinos scheißen können, ne? Ja, das ist und eindeutig ein Spiel für ihn, Alter. Und hier können die Dinos halt kacken. Also Spielwiese, das ist jetzt ein Kaufgrund. Du wolltest es. Bären. Du bekamst es. Essen. Halt, zu einer richtig realistischen Simulation gehört das mit dazu. Okay, man muss ein bisschen warten, aber man kann anscheinend immer wieder... Zupchen, tschüss. Na, ja, sag ja, kann man immer wieder machen. Wahrscheinlich so eine Minute Cooldown, dann kannst du wieder zeigen, wie man heiße Luft macht. Aus dem Popo. Oh, hier ist Fleisch. Hier ist Fleisch zum Fressen. Da würde ich am liebsten ganz hoch gehen wollen. Ja, so sieht das aus. Sieht geil aus hier. Es erinnert mich auch irgendwie an Iggy's Iggy Adventure. Erinnert es mich auch irgendwo. Hat auch so süße Grafiken. Jetzt springe ich ins Wasser. Noch nicht. So. Ich werde aber jetzt mich auslocken und mir noch die anderen Maps angucken. Wie hieß die jetzige? Ich weiß ja nicht, weil die eine jetzige sah auch so aus wie die andere. Siehst du das? Weiß ja nicht, welche du genommen hast. Green Valley, glaube ich. Musst rumgucken. Das Hosten geht ja eh schnell.
Bei mir dauert es immer. Das geht auch recht schnell. Das sind noch höchstens nur 20, 30 Sekunden. Das ist jetzt nicht wirklich lang. Also wenn jemand die 20, 30 Sekunden nicht abwarten kann, dann ist er echt ungeduldig. Ja, ich kann nicht warten. Ah, du bist ungeduldig, Laila. Seien Sie etwas geduldiger. Ich meine, das sind sogar drei Punkte auf dem Bildschirm, die immer wieder auftauchen. Das muss doch die Ungeduld ein bisschen verzögern. Oh, hier ist Strand. Das sieht schön aus. Ich einfach kacken kann, Alter. Du kannst dich echt so. Hast du ein Problem hier? Scheiß auf dich. Vor allen Dingen liegt, auf den Maps halt das Essen rum. Das ist das Schöne. Na gut, andererseits ist es ja noch in Early Access. Wir wissen nicht, wohin das Spiel in Zukunft will. Das ist schick. Also, soweit ich weiß, will sie eigentlich am Anfang eher mehr Sandbox haben. Ja, sie. Ich weiß ja nicht, ob sie die Hauptentwicklerin mitunter ist oder ob sie eine der von vielen Entwicklern ist. Ich Man sag weiß ja nur, nicht. sie hat das Spiel im Kopf gehabt. Soweit ich mitbekommen habe. Man kann ja Und. danach in die Credits gucken. Dann kann man ja eine kommen, vielleicht. Also im Normalfall sollte es ja Credits geben. Da sollte man ja sehen können, wie groß das Team hier ist. Ich glaube, es ist größer. Bin mir aber jetzt nicht sicher. Ja, das kann man zum Beispiel nachgucken. Zum Beispiel gehe ich jetzt hier am Ausloggen. Ich gucke es mir mal an. Oh, das sieht hier schön aus. Sollte eigentlich irgendwo sein. Wenn nicht, dann haben sie sich noch nicht. Anscheinend haben sie sich noch nicht verewigt. Da versuche ich mal hier. Da gehe ich mal gerade im Internet. Vor allen Dingen ist die Ausdauer hier viel besser als in der. Hier kannst du wirklich rennen bis zum Abwinken. No. Das feiere ich nämlich. Es hätte die Tendenz, dass ich es nehmen würde. Also wir überlegen uns das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Es ist schön, es hat wirklich eine wunderschöne Grafik. Na, der andere Server ist schon weg. Es ist halt noch früh und hat halt wahrscheinlich auch nicht so wirklich die Leute, weil es sind ja wirklich keine Leute großartig, die hier ihre Server hosten. Im Moment, das bleibt halt abzuwarten, ob das so berühmt wird in dem Sinne. Das ist die Frage. Ich jetzt wieder bei der anderen Map, bei der Map, wo so viel Wasser ist. Ich glaube ja. Oh nee, ich bin jetzt nicht schon wieder auf dieser Insel. Und das Wasser ist noch sehr, sehr ressourcenfressend im Moment. Bei mir Also. nicht. Nee, ich meine, wenn die Map, wo nur Wasser ist. Nur Wasser ist. Ja, da bist du nur auf einem Mini-Hügel und dann siehst du nur drumherum eigentlich nur Wasser. Nur so irgendwo in der Ferne noch ein paar Inseln. Gut, bei dir kann sie ja noch besser laufen, weil du ja eine bessere Grafikkarte hast, aber ich denke Ich mal guck dir. ja, gerade durch. Wie herrschen die? Weiß ich nicht. Ich weiß ja das. Ich glaube, The Shore, ja, das heißt ja die Küste. Dann gehe ich noch in die Arran Desert. Das soll eine Wüste sein, eigentlich. Ich gucke ja gerade rum. The Shore heißt halt die Küste. Gehe ich mal von aus, dass das Küste heißt. Okay, bei mir fängt es auch Ressourcen an zu fressen. Ja, das ist halt. Wasser muss wahrscheinlich halt noch bearbeiten. Es ist noch früh in der Entwicklung, das ist normal. Irgendwas Ja, braucht aber immer wenn viel. du runter guckst, siehst du aber da Ich weiß Wasser dann wie die 60 Pest FPS, dran. ja, ich weiß.
Das ist eher dafür gedacht, dass man. Nee, nicht 60. Man sieht unten halt Wasserpflanzen und so. Ja, Das ist jetzt eher dafür gedacht, dass man mit Wassertieren spielen kann. Ja, so wie ich sehe, möchte man hier Wassertiere einbauen, dass man halt ein Ökosystem im Wasser hat. Man will ja ein gesamtes Ökosystem haben. Es gibt ja das System, wo du ja ein gesamtes Dino-System aufbauen kannst. Ah ja, anscheinend. Das war ja eines der Gründe, eines der Sachen, die man ja auch aufbauen wollte. Man sieht ja das unter Wasser, dass da lauter Pflanzen sind. Es ist eher dafür gedacht, dass man unter der Map ist, als über der Map. Ja, und dann gibt es noch eine Wüste. Ja, da kann ich dir halt nicht zeigen, weil ich kein Tier bin, das unter Wasser geht. Ja, das kann keiner zeigen. So, dann gehen wir mal in die nächste rein. Es gibt ja eine Wüstenmap. Ich hab halt alle durch, nur noch zwei Stück. Ja, ich muss dann, glaube ich, auch noch die Demo-Map gehen und dann. Ich finde es so cool, wenn man springen kann und 360 machen kann. Es ist weniger realistisch, aber. Weil du kannst einen 360 machen, Alter, in der Luft. In welchem Spiel kannst du einen 360 machen? Wenn du mir noch erklärst, was ein 360 ist, dann kann ich das. Eine volle Drehung. In der Luft. Also. Und. Oh, fast geschafft, die volle Drehung. Ich bin ein cooler Skater, Alter. Skater auf dem Weg. So, und dann noch die Demo-Map. Und dann war es das bei mir. Glaube ich. Dann glaube ich, habe ich alles gezeigt. Wenn nicht, dann könnt ihr mich 10.000 Mal anklagen. Wenn nicht, dann guckt ihr bei der Layla vorbei. Beschwert euch bei ihr, dass ich so scheiße bin. Am besten. Und dass sie 10.000 Mal bessere Videos macht als ich. Ja, jetzt übertreibt man den, ja. Also, ihr wisst Bescheid. Ich muss sagen, die Maps sind echt schön. Die sind herbstlich gehalten gerade. Ja, außer wenn du halt zu Wüsten oder zu Küstenmap gehst, dann ist natürlich andere Flair drin. Es soll ja dann sowieso jede Jahreszeit, denke ich mal, geben. Wenn es ja dieses Ökosystem gibt, dann ist es sicherlich eine Simulation, die auch. Oh, und die Demo-Map scheint wahrscheinlich Winter zu sein. Ja, die Demo-Map ist eine Winter-Map. Gehen wir jetzt erstmal in die Wüste. Weil die sieht ja aus wie die andere fast. So. Das heißt, habe ich doch ein Tier gesehen, ne? Oder das kill ich jetzt, wenn ich es nochmal sehe. Hab doch hier ein Tier gesehen. Ist aber, was Miro tut, wenn er auf einer Map ist. Ich hab da ein Tier gesehen. Das kenne ich jetzt. Gleich KOS machen hier. Ja. Ich glaube, ich habe mich verguckt oder ich bin irgendwie geistig behindert oder sonst derjenige. Das ist also die Wüste. Sieht auch gar nicht schlecht aus. Die Wintermap wird dich wahrscheinlich beeindrucken. Ne, ich bin auch in der Wüste. Sieht gar nicht so übel aus. Sieht recht schön aus. Ach nee. Aber wahrscheinlich ich bin auch bei der Eislauch kein Freund von diesem Progression-Zeug. Weil du machst nichts anderes, als da halt einmal zu fressen oder zweimal zu fressen. Und dann kannst du dich irgendwo sicher hinhocken und weiter in dich entwickeln. Das ist halt nicht großartig cool. Es macht keinen Spaß. Es ist eher. Bei der Eile, ich und Miro, wir kennen der Eile von früher. Ja. Wir wissen, wie es war in Sandbox-Modus, wo nur Sandbox-Modus gab. Dass es halt an sich gemütlich war zu spielen. Und es war spaßig zu sehen, wie die Leute miteinander umgegangen sind. Heute siehst du einfach nur noch Idioten, meist überwiegend. Und ja. Auf den einzelnen Server, wo sich lohnt, halt zu spielen bei der Eile, ist halt nun mal Realismus-Server. Weil da die halt die Admins aktiv sind und auch die richtig behandeln. Ansonsten sind die anderen Server alle so lalala.
So nichts, was man lieben kann. Panisch im Kreis rumschwimmen. Bin voll tief im Wasser gewesen. So. Die Wüste ist auch schön. Also es wird sich auf jeden Fall lohnen zu spielen. Aber wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, kann man halt nicht du kannst so noch viele nicht so Leute viel machen. Auf dem Server haben. Ja, und das auch nicht. Und so viel machen geht auch noch nicht so extrem. Die Maps sind noch relativ klein. Aber ist ja auch normal. Ja, sie versammeln sich ja sowieso alle an ihrem Platz. Das ist ja... Ja. Du brauchst ja dafür keine riesige, fette Map. Jetzt gehe ich auf die Demo. Jetzt bin ich mal gespannt, was Miro da sagt. Ich habe natürlich ewig einen Ladebildschirm. Das ist so klar. Ladebildschirm, 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 Ladebildschirm. Endlich, Ladebildschirm ist fertig. Ich sehe ein Tier watscheln. Ja, sowas bei mir auch. Ich habe es dann später verloren. Ich wollte es töten. Wollte gucken, was passiert. Doch ich verkackte es. Ja, es sieht auf jeden Fall schön aus. Sieht richtig gut aus. Auf jeden Fall haben wir jetzt das Spiel genauer gesehen. Ja komm, da hocke ich mich da hin drüben hin. Ich sehe das Tier. Ich sehe einen T-Rex. Oh, Gottes Willen. Ich will den Stegoersch an Dings, ne? T-Rex ohne Textur. So. Ich warte nur noch auf dich. Oh, kann nicht unter der Map gucken. Ich kann es nicht angreifen. Ich hab's umgebracht. Ich greif den T-Rex an. Ich hab den T-Rex platt gemacht. Ich bin Hardcore. Ich bin Hardcore Parasaurus. Wolltest du auch machen? Ja, Parasaurus, ja, weißt du, voll der Killer, kennt man ja. Ich hab meinen Kopf reingesetzt. Das ist voll starker Kopf. Ja, aber mit Köpfchen bist du nicht rangegangen. Ja gut, die Map ist wirklich hübsch. Also, Respekt, die Maps werden richtig schön gemacht. Und passend sogar. Und du kannst im Liegen angreifen. Soll ja auch. Man soll sich auch wehren können. Yep. Na ja, gut. 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 Wir beide wissen, was nun ist. Ja, ich würde mal sagen, danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt doch mal einen Kommi oder so. Genau, bei dem Spiel sowieso. Ja, bei dem Spiel ja sowieso, weil wir haben es uns noch nicht geholt und wir überlegen es uns zu holen. Vielleicht kann die ein oder andere Stimme noch uns eher dazu bewegen. Kommt drauf an, wie das Interesse auch zu dem Spiel ist. Ich würde mal sagen, danke fürs Zusehen und frohe Weihnachten und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Frohe Weihnachten und ciao.